Also, hallo, wir befinden uns hier an der Hofherrschanze in Titisee Neustadt. Die Neustädter Gags und der Hornschlittenverein, die Hornochsen Neustadt, werden gemeinsam hier Ende Mai, am 28. und 29. Mai, ein sogenanntes Dreckeimerrennen durchführen. Die Grundidee war einfach, was Neues in Titisee Neustadt durchzuführen. Und dieses Event hatten wir bereits im Fernsehen gesehen und dachten, das würde genau hier hinpassen. Die Rennstrecke befindet sich an der Hochfirstschanze in Neustadt. Die Rennstrecke ist ca. 300 Meter lang. Es wird immer parallel gefahren, das heißt, zwei Starter starten. Am Start werden die Startpositionen, das heißt links und rechts, ausgelost. Die Mülltonnen bzw. die Rennfahrzeuge werden von einer Kommission und beziehungsweise der Rennleitung abgenommen und werden genau geprüft. So, hier ist es nun, unser Renngerät auf Schwarzwälderisch, der Dreckeimer. Um mit diesem Dreckeimer an den Start zu gehen, sind einige Modifikationen notwendig. Erlaubt ist es, den Deckel zuzuschrauben und am Griff einen Schutz anzubringen, der aus Kunststoff, Holz oder Metall besteht. Erlaubt ist es auch, unten an der Achse Unterlagscheiben aus Metall oder Kunststoff anzubringen. Verboten ist grundsätzlich, Gewichte an der Mülltonne anzubringen, Motoren einzubauen oder Kugellager an der Achse anzubringen. Also weitere Informationen können dem Reglement entnommen werden, das von der Rennleitung extra zusammengestellt wird. Also die Sicherheitseinrichtungen werden an diesem Rennen und am Mülleimer auch groß geschrieben. Was erforderlich ist und zwingend montiert werden muss, ist hier ein Polster, das mindestens 3 bis 5 cm dick ist. Zur Sicherheitseinrichtung ist zu sagen, fest vorgeschrieben sind Handschuhe, ein Kopfschutz in Form von einem Helm, Ellenbogenschoner oder eine Motorradjacke. Auch erforderlich sind Knieschoner. Empfohlen wird festes Schuhwerk, bei dem erlaubt ist, zum Beispiel die Stahlkappe freizulegen oder mit anderen Hilfsmitteln die Schuhspitze in Form von Metall oder Kunststoff zu modifizieren. Natürlich bieten wir auch ein reichhaltiges Rahmenprogramm an unserer Veranstaltung. Das Ganze beginnt am Samstagnachmittag mit mehreren Probedurchgängen. Am Abend dann der erste Wertungsdurchgang bei Nacht. Anschließend eine große Party in unserer Zeltstadt mit DJ-Musik. Am Sonntag geht es dann weiter, Vormittag, zweiter Wertungsdurchgang. Nach dem Mittag, dritter Wertungsdurchgang. Anschließend die Siegerehrung. Weitere Informationen können Sie nachlesen auf den Internetseiten www.neustädtergags.de und www.hornochsen.de. Wir bieten natürlich reichhaltige Preise. Die Erstplatzierten bekommen einen Pokal und weitere wertvolle Sachpreise. Wir würden uns freuen auf viele Besucher und auf noch so mehr Teilnehmer am Dreckeimerrennen. Gibt es da auch noch Outtakes? Fahr zu. Drecksäcke. Die ganze Veranstaltung beginnt. Oh Mann, ich drehe durch. An der Hochfirstschanze in Titisee Neustadt statt. Ob ich heute schon Sex gehabt habe? Natürlich, heute ist Sonntag. Und natürlich. Ihr Drecksäcke. Am Abend dann findet eine DJ-Party in unserer Zeltstadt. In unserer Zeltstadt statt. Wir werden auch attraktive Preise. Wie sagt man da, wa? Attraktak. So, der Rest ist situativ. Lavasack. Schon hier ist es erlaubt, die Stahlkappe so weit frei zu.
Bin ich drauf? Komm ich drauf? Jetzt im Fernsehen? Bin ich jetzt im Fernsehen? Also wichtig ist natürlich auch die Sicherheitsausrüstung. Auf die Helme. Prost. Wir freuen uns auf